Servus Leute und herzlich willkommen zur IAA in München. Ich bin für euch unterwegs, denn jeder kann nicht bei der Messe sein. Aber ich schaue mir hier so die Highlights an und in diesem Video stelle ich euch Bulls vor. Eine Fahrradmarke, die wirklich aus Vielfalt besteht. Da gibt es eigentlich so richtig klassisches Design, aber auch so Design-Highlights. Was ganz Besonderes und das möchte ich euch in diesem Video gerne vorstellen. Viel Spaß dabei. Hi, ich bin Henrik und ich würde euch bei Digital Fat jetzt mal unsere Trekkingradlinie vorstellen. Wir haben einige Neuerungen dabei und ich würde sagen, wir fangen mal bei einem alten Bekannten, unser Design-Schmuckstück an. Wir haben hier den Sturmvogel, wir haben sehr breite Reifen, Straßenausstattung, vorne den schicken Korb dran. Neu ist das komplette E-Bike-System. Wir haben ein Fit-E-Bike-System drin mit kleinem, kompakten Display, kann aber auch gegen ein größeres mit mehr Anzeigen ausgetauscht werden. Oder wir können auch mit der Fit-App auf dem Smartphone alles anzeigen. Wir haben hier 8-Gang-Riementrieb. Alles in Schwarz gehalten, sehr schick. Vor allem, was ich auch toll finde, sind die Wildledergriffe. Super schick, also echt ein Top-Design, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Ja, okay, dann geht's weiter. Was auch neu ist in diesem Jahr, ist das Lacuba. Haben wir hier in zwei Ausstattungen mitgebracht. Einmal mit genobten Reifen, die etwas breiter sind in der Crossrad-Spezifikation. Wir haben Steckbleche, wo aber Licht und so weiter dran ist. Das perfekte Rad, wenn ich viel auf der Straße fahre, gerne schnell fahre, aber auch Waldwege mitnehme. Und hier auf der anderen Seite natürlich als, ich sage jetzt einfach mal, traditionelles Trekkingrad, sind viele Highlights da drin. Ganz vorne der Ultra-Core-Akku mit bis zu 925 Wattstunden. Man kann aus drei Akku-Optionen wählen. Krass, das ist ja riesig. Was für eine Reichweite haben wir damit ungefähr? Reichweite bei E-Bikes kommt natürlich immer ganz stark vom Einsatzgebiet ab. Ich sage jetzt mal, wenn ich volle Unterstützung fahre und gemischt bergig bin, dann kann ich immer noch easy 80 Kilometer mit einer Akkuladung fahren. Und wenn ich anfange, meine Batterie zu managen, dann komme ich auch an 200 Kilometer ran. Ja, okay, sehr cool. Und ihr habt jetzt hier aber nicht nur Brose-Motoren verbaut, sondern auch Bosch, oder? Bis hierher war es Brose und jetzt kommen wir zu Bosch. Ah, okay. Bosch hat. Darf ich dich mal ganz kurz fragen, wann setzt ihr Brose ein und wann setzt ihr Bosch ein? Der Brose ist etwas stärker. Der Brose genau, der kann ist bis zu 95 Newtonmeter. Ganz oder? Genau. Der Brose ist laufruhiger und der Brose hat ein natürlicheres Fahrverhalten. Ja. Beim Bosch haben wir irgendwie das komplettere System und es ist auch so, Bosch ist im Handel stärker vertreten. Dadurch ist Service irgendwie einfacher. Es gibt alle Ersatzteile, immer lagern und so weiter. Das funktioniert halt einfach beim Bosch am besten. Okay. Wobei es deswegen Bosch nicht unbedingt das bessere Produkt ist, aber so das Rundum-Paket von Bosch. Im Paket sind sie nicht ohne Grund Marktführer. Okay, cool. Und Bosch hat auch was Neues gemacht. Bosch hat die Akku-Optionen jetzt erweitert und es gibt jetzt im Smart System ein ganz neues System. Ist alles irgendwo auf der einen Seite bekannt, aber hier haben wir es schon dran, ne? Hier haben wir es schon dran. Ja, das sieht gut wir haben hier die Kontrolleinheit. In der Mitte das Kiox 300 Display. Kiox ist ein Begriff, heißt wieder so. Das Kiox 300 ist das Neue, was in diesem Smart System drin ist. Kann komplett vernetzt werden mit Konnektivität, mit deinem Handy, Navigationsfunktionen. 750 Wattstunden hat der ganz neue Akku, ist etwas länger geworden, hat uns in der Integration etwas Kopfschmerzen bereitet. Aber das sieht man ja am Ende nicht. Ja, ihr habt es auf jeden Fall gut hingekriegt, sieht schön integriert aus. Also das sieht man jetzt nicht, dass der Akku da länger geworden ist. Also vom Äußeren sieht es eigentlich immer noch sehr schön aus. Ja, wir haben im Inneren sehr viel Aufwand betrieben, dass wir den Raum, der im Rohr ist, bestmöglich ausnutzen können. Ja, okay. Sehr cool. Aber dann haben wir noch ein Highlight, oder? Immer stärker wird das Segment der SUVs. Das SUV richtet sich eigentlich
im Prinzip an den Trekkingradkunden. Aber was wir in der Vergangenheit beobachtet haben, dass viele Leute, die eigentlich ein Trekkingrad bräuchten, sich E-Mountainbikes gekauft haben, weil sie eben gerne doch sportlicher unterwegs sind. Das Ganze wurde dann aufgerüstet um irgendwelche Steckbleche und irgendwelche Lichtanlagen, die dazugehören. Und jetzt bei dem Bulls Iconic haben wir als Kernstück einen Mountainbike-Rahmen. Wir haben Reifen, die haben zwar nicht dasselbe Profil, aber sie sind in der Breite wie ein Mountainbike-Reifen. Und ein bisschen ist es so wie die Gelände-Enduro, die für die Straße fertig gemacht wird. Okay, also es ist ein E-SUV, ja. Aber das haben wir vorhin schon gesagt, also der klassische SUV beim Fahrzeug ist nicht dafür gedacht, um ins Gelände zu fahren, aber mit dem E-SUV kann man tatsächlich ins Gelände fahren. Es ist natürlich über die Reifen ein bisschen komprimiert, aber der Kern dieses Fahrrades und hinter mir auch als Full Suspension ist ein Mountainbike-Rahmen und das Fahrrad fährt sich wie ein Mountainbike, hat aber die Alltagstauglichkeit wie ein Trekkingrad. Ja. Also das ist im Endeffekt eben kein Kompromiss, würde ich sagen, sondern das ist ein Add-on und das ist eben das Besondere daran. Das kann man durchaus so sagen, ja. Sehr cool. Ja, dann vielen Dank für die Präsentation. Super Produkte, lohnt sich auf jeden Fall mal auf die Bulls Webseite noch zu schauen, da sieht man natürlich noch mehr. Ja. Und dann wünsche ich euch noch einen erfolgreichen Messetag und eine erfolgreiche Messewoche. Ebenso. Und an euch danke fürs Schauen. Danke, ciao. Ja, das war eins meiner Highlights von der IAA Mobility 2021 in München. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir gerne ein Like, drückt da unten auf den Subscribe-Button, dann verpasst ihr keine Updates und dann sage ich danke fürs Zuschauen und gerne bis zum nächsten Mal. Servus!